Zurzeit passiert wirklich wahnsinnig viel beim Flugzeughersteller Boeing. Da passiert so viel, dass wir höchstwahrscheinlich 2 Wochen am Stück darüber reden könnten, was da gerade alles nicht ganz so gut läuft. Heute dachte ich mir, machen wir da mal eine kleine Pause und schauen uns mal wieder ein bisschen hierzulande bzw. in Europa um. Denn auch hier passiert ja ab und zu mal ein bisschen was Spannendes. Zurzeit steht da wieder der Verkauf der Thomas Cook Fluggesellschaften ganz oben auf der Liste. Dazu direkt mal vorweg, wir wissen leider wirklich nichts Konkretes. Da wird gerade sehr viel spekuliert, denn mit einer steigenden Anzahl an Interessenten für verschiedenste Teile des Unternehmens steigt auch die Anzahl an Möglichkeiten. Und das schauen wir uns heute mal etwas genauer an, spekulieren auch mal ein bisschen und schauen mal, was da in Zukunft noch passieren könnte. Auch wenn wir leider noch keine klare Antwort geben können. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ausschlaggebend für viele Berichte und angeheizte Spekulationen über den Verkauf der Thomas Cook Group Airlines, zu denen unter anderem auch die deutsche Ferienfluggesellschaft Condor gehört, war der bemerkenswerte Kurssprung, den die Aktie des Konzerns am Dienstag an der Börse hingelegt hat. Es wurde im Laufe des Tages teilweise ein Plus von etwa 20% verzeichnet. Das ist eine ganze Menge, das ist wirklich ordentlich. Das relativiert sich wieder so ein bisschen, wenn man sich mal die letzten Jahre anguckt. Aber wir befinden uns ja in der Gegenwart. Und da muss jetzt also echt was passiert sein. Knapp 2,5 Monate ist das jetzt schon wieder her, dass Thomas Cook, der zweitgrößte Tourismuskonzern in Europa, seine Fluggesellschaften, 5 Stück sind das, dass er die zum Verkauf angeboten hat. Das Geld, was sich damit einsammeln lässt, möchte man in den Bereich Digitalisierung investieren und in die eigene Hotelsparte soll auch noch eine ganze Menge Geld fließen. Ob dieser mögliche Verkauf, ganz wichtig, weil es steht ja noch gar nicht fest, ob die Fluggesellschaften überhaupt verkauft werden, ob dieser mögliche Verkauf jetzt zu erwarten war, das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Aber ein Thema ist das auf jeden Fall schon seit Jahren. Und der Hauptpunkt ist dabei, dass Thomas Cook die Fluggesellschaften nicht loswerden möchte, weil sie eventuell das Geld des Konzerns wegfressen könnten, sondern ganz im Gegenteil, man kann die Fluggesellschaften jetzt verkaufen, weil sie eben alle funktionieren, weil sie alle einen recht festen Platz am Markt haben, an dem man Geld verdienen kann. Auch im Jahr 2018, das für die europäische Luftfahrt nun wirklich nicht sonderlich einfach war, haben es die Thomas Cook Group Airlines geschafft, Geld zu verdienen. Aber jetzt zu sagen, die Fluggesellschaften verdienen Geld, die funktionieren, das passt schon, die laufen, warum kann man die jetzt nicht einfach so verkaufen, mal eben schnell, das wäre zu einfach. Denn Thomas Cook hat sich als Tourismuskonzern in den letzten Jahren ein Portfolio aus 5 ähnlichen Fluggesellschaften aufgebaut, 5 ähnlich funktionierenden Fluggesellschaften aufgebaut, die eben nur Geld verdienen können, heute Geld verdienen können, weil sie ähnlich sind. Und das sind sie halt eben nicht schon immer gewesen, sondern das war ein langer Prozess und eine große Herausforderung und dieser Prozess läuft auch heute noch. Das Zusammenbringen dieser Fluggesellschaften, gerade der 3 Airlines Thomas Cook UK aus England, Thomas Cook Scandinavia mit Sitz in Kopenhagen in Dänemark und mit der deutschen Ferienfluggesellschaft Condor, das war eben der große Schritt, den man in den letzten Jahren gehen musste, den man in den letzten Jahren verfolgt hat, weil eben klar war, dass die Fluggesellschaften zur heutigen Zeit auf jeden Fall als Gruppe in der europäischen Luftfahrt auftreten müssen. Was mit kleinen, alleindastehenden Ferienfluggesellschaften, kleinen Fluggesellschaften im Bereich des Tourismus aktuell schnell mal passieren kann, das haben wir in den letzten Monaten und Jahren mehrfach gesehen. Und das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten, bevor man das alles schlecht redet und sich die Frage stellt, wie es denn überhaupt sein kann, dass eine deutsche oder von mir aus auch dänische Charterfluggesellschaft aktuell unter dem Brexit oder schlechten Ergebnissen eines englischen Reisekonzerns zu leiden scheint. Und warum man dann aus diesem Grund diese Fluggesellschaften nicht eben aus diesem Konstrukt wieder rausholt und sie einzeln auf ihren Markt in Anführungszeichen stellt, nach Deutschland oder nach Dänemark, weil sie ja funktionieren. Dann muss man sich nämlich durchaus auch mal die Frage stellen, was denn in den letzten Jahren überhaupt eine Alternative gewesen wäre. Und dann bin ich doch froh, dass sich so eine Gruppe überhaupt gebildet hat und hier in Deutschland oder von mir aus auch in Dänemark auf eine deutsche bzw. auf eine dänische Fluggesellschaft als Nachfolger der Premier überhaupt noch zurückgreifen kann, überhaupt noch diese Fluggesellschaften zur Auswahl habe. Also diese immer gern gelesene Beschreibung, dass die Fluggesellschaften funktionieren und eben keinen Problemfall darstellen, das trifft auch nur dann zu, wenn die Fluggesellschaften in ihrer Gruppe erhalten bleiben, weiterhin als Gruppe fungieren oder aber aus dieser Gruppe herausgetrennt werden und dann in einen neuen Partner übergehen. Und als Gruppe funktionieren diese mittlerweile 5 Fluggesellschaften eben auch nicht seit immer, sondern Step für Step werden diese Fluggesellschaften immer weiter zusammengebracht, sie werden immer weiter verbunden, auch im Hintergrund wird da vieles miteinander verbunden und das ist eben ein sehr langer, aufwendiger Prozess, der aktuell auch noch läuft, der aktuell noch stattfindet, sodass man dann immer mehr Synergieeffekte schaffen kann, Synergieeffekte für sich nutzen kann und somit Einsparungen
Einsparungen in Höhe von mehreren 10 Millionen pro Jahr erzielen kann. Diese Fluggesellschaften zu trennen, das funktioniert eben auch nur dann, wenn es einen neuen großen Partner gibt, der diesen Aufwand auf sich nehmen kann und die jeweilige Fluggesellschaft dann in sich eingliedert. Am interessantesten ist dabei sicherlich hierzulande die Ferienfluggesellschaft Condor. Diese jetzt aus diesem Verbund der 5 Fluggesellschaften herauszulösen, das bringt einen großen Aufwand mit sich. Und das allein schränkt den Kundenkreis, den möglichen Kundenkreis, sicherlich schon mal ein gutes Stück ein. Dazu kommt, Condor fliegt einen Mix aus touristischer Langstrecke, hauptsächlich von Frankfurt aus, in kleinen Teilen auch von München und Düsseldorf. Dazu die klassischen Ferienziele im Mittelmeerraum, auf den Kanaren oder auch in Richtung Ägypten. Das geht auch mit Condor, hauptsächlich von den 4 deutschen Standorten aus Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München. Die größte deutsche Fluggesellschaft Lufthansa ist laut aktuellen Medienberichten noch immer an der Condor interessiert. Condor war ja auch mal Teil der Lufthansa. Allerdings ist Lufthansa jetzt nur an Teilen der Condor interessiert. Und zwar geht es da ganz konkret um die Langstrecke. Und jetzt wird im Internet wahnsinnig viel spekuliert. Da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Dazu nur mal ein kurzer Überblick. Da gibt es echt verschiedenste und teilweise auch sehr fantasiereiche Varianten. Aber Variante 1 sieht beispielsweise vor, dass die Condor und ihre Langstreckenziele im Moment sehr gut zu den aktuellen Planungen der Eurowings passen könnten. So könnte man die Eurowings sehr schnell, sehr stark in Frankfurt auf der touristischen Langstrecke wachsen lassen. Und das dürfte mit dem Kartellamt dann gar nicht so ein Stress werden. Denn auf der Langstrecke ist das immer noch mal was anderes als hier auf innereuropäischen Strecken. Das wird schon alles funktionieren und die Marke Condor wird auf kurz oder lang wegfallen. Das ist Variante Nummer 1. Andere wiederum sehen auf der touristischen Langstrecke in Condor die bessere Eurowings. Das bedeutet, man könnte die touristische Langstrecke bei der Eurowings wieder rausholen und sie unter dem Namen Condor betreiben. Das klingt schon mal recht plausibel. Damit würde man sich eine reine Ferienfluggesellschaft unter das Dach der Lufthansa holen und sie dann eventuell nach dem Vorbild der Edelweiß betreiben. Oder aber Variante 3, Lufthansa holt sich die Condor Langstrecke und betreibt die Condor Langstrecke einfach genauso weiter, wie sie auch jetzt gerade schon läuft. Dann kommt die Condor in keiner Form mit der Eurowings zusammen, ist aber bei einer Übernahme durch die Lufthansa Group wohl ziemlich unwahrscheinlich. Aber egal, wie man das jetzt noch dreht und wendet, wir wissen es leider wirklich nicht. Lufthansa scheint interessiert zu sein am kleinsten und feinsten Teil der Thomas Cook Group Airlines, zumindest aus ihrer Sicht. Und damit ist die Lufthansa seitens der Thomas Cook Führung sicherlich nicht Wunschkandidat Nummer 1. Und vielleicht ganz kurz bezüglich etwaiger Investitionen, die bei der Condor in naher Zukunft scheinbar anstehen. Die Fluggesellschaft kann aktuell mit dieser Kombination 757-767 und der A320-Familie ganz hervorragend fliegen und arbeiten. Also das Argument, dass da jetzt auf jeden Fall neue Flugzeuge kommen müssen, weil die, die man jetzt hat, ja elendig alt sind, das ist ziemlich großer Quatsch. Aber selbstverständlich bedeutet das nicht, dass es nicht mit moderneren und neueren Flugzeugen nicht noch besser funktionieren könnte. Und um neue Flugzeuge kommt man gerade auf der Condor Langstrecke in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf gar keinen Fall drum herum. Also das ist keine Frage, bitte nicht falsch verstehen. Aber das wird immer gerne so als Hauptnegativpunkt genommen, würde ich aber gar nicht so schwer gewichten. Ich habe auch nicht so wahnsinnig viel Ahnung, natürlich, aber gerade bei einer Lufthansa, die laut Manager-Magazin zum aktuellen Zeitpunkt etwa 6 Milliarden Euro für etwaige Investitionen zur Verfügung haben dürfte, da ist das sicherlich ein Punkt auf der Liste, aber kein Totschlagargument. Jetzt geht es bei diesem ganzen möglichen Verkauf aber selbstverständlich nicht nur um die Ferienfluggesellschaft Condor, sondern noch um sehr viel mehr. Und da wird es interessant, denn der Reisekonzern Thomas Cook scheint da gar nicht so schlecht dazustehen. Und damit schließt sich wieder der Kreis zu dem Kurs. Sprung um 20% am Dienstag. Es stehen nämlich einige Interessenten auf der Matte, heißt es zumindest, und die sind interessanterweise nicht nur interessiert an den Fluggesellschaften, sondern am gesamten Reisekonzern. Mit ganz oben auf der Liste steht dabei wohl der chinesische Mischkonzern Fosun oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, die haben echt überall ihre Finger mit im Spiel und investieren beispielsweise auch schon in ein französisches Tourismusunternehmen und haben auch zum aktuellen Zeitpunkt fast 10% der Thomas Cook Aktien. Okay, bedeutet das jetzt, die deutsche Ferienfluggesellschaft Condor hängt bald unter einem chinesischen Dach? Eher nein. Sollte es jetzt wirklich dazu kommen, dass ein chinesischer Konzern zu 100% Thomas Cook übernimmt, dann haben die Fluggesellschaften davon höchstwahrscheinlich ziemlich genau gar nichts. Sie können sich dann nicht über neues Geld und damit einhergehende tiefgreifende Investitionen freuen, denn da grätscht der Gesetzgeber dazwischen. Denn damit eine EU-Airline eine solche bleiben kann, muss der Besitzer mehrheitlich aus der EU stammen. Und das wäre hier bei einem Komplettkauf des Konzerns wohl nicht mehr gegeben, beziehungsweise wäre mit enorm großem Aufwand verbunden. Also würde ein Kauf des kompletten Konzerns wohl eher dazu führen, dass die Fluggesellschaften der Thomas Cook Group diese noch schneller verlassen müssen. Dazu gibt es auch noch
noch zwei weitere amerikanische Interessenten, die da jetzt auch noch auf der Matte stehen. Und auch hier würde aufgrund der Gesetzeslage höchstwahrscheinlich ziemlich genau gar nichts bei den Fluggesellschaften ankommen. Also wie man das jetzt auch dreht und wendet. Ich denke nicht, dass hier einfach nur etwas im Hintergrund passieren wird, wovon man als Passagier wirklich gar nichts mitbekommt. Das ist auf der einen Seite gut, denn dann wird es eventuell frisches Geld geben. Und frisches Geld können die Fluggesellschaften, und zwar alle fünf von denen, wirklich gut gebrauchen. Und sie haben auch alle fünf das Potenzial, mit diesem Geld auch wirklich etwas anzufangen. Auf der anderen Seite kann man sich noch so sehr über chinesische oder mögliche amerikanische Investoren freuen, das wird bei den Airlines nicht viel bewegen. Also alles in allem ist wohl das Auseinanderbauen der Thomas Cook Group Airlines zum aktuellen Zeitpunkt noch mit das Wahrscheinlichste, aber es ist auch mit Abstand das Aufwendigste, was passieren kann. Aus dem Grund machen alle fünf Fluggesellschaften zum aktuellen Zeitpunkt genauso weiter wie bisher. Und bis da ein finales Ergebnis steht, wird es auch noch Monate dauern. Und vielleicht noch als abschließende Worte, spekulieren macht an der Stelle wirklich viel Spaß. Und das machen wir ja auch hier sehr, sehr gerne. Aber wir sind nicht mal annähernd tief genug in der Materie drin, als dass wir jetzt sagen könnten, was hier wirklich wahrscheinlich ist und was nicht. Das wird noch alles sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und bis da kein wirklich finales Ergebnis steht, dachte ich mir, packen wir dieses Thema erstmal nicht mehr an. Ich freue mich aber selbstverständlich trotzdem über eure Kommentare. Schreibt da gerne mal rein, welche Konstellation an Fluggesellschaften, inwiefern ihr euch das auseinander bauen da am besten vorstellen könntet, wie euch das am besten gefallen würde und was ihr glaubt, was für die Fluggesellschaften das Beste wäre. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. T-Shirts wie dieses hier gibt es unter den Videos. Schaut da auch gerne mal vorbei und dann bis morgen. Lasst es euch gut gehen und tschüss.